Ladies and Gentlemen, willkommen zu Red Dead Redemption 2, dem allerersten Video hier auf meinem Kanal mit eigenem Gameplay-Material. Ich bin der Dennis und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, wenn wir gemeinsam die Reise mit Arthur hier durchleben werden. Eine kurze Information zu Beginn des Videos, das ist sehr wichtig. Wir dürfen die Story erst ab morgen richtig spielen, mit den ganzen Cutscenes und so weiter. Deswegen werden wir in den ersten Videos, so wie ich es damals bei GTA 5 gemacht habe, die Welt erkunden. Ja, wir werden uns ein bisschen hier mit dem Spiel vertraut machen, ein bisschen schauen, welche Basics es gibt. Und dann werden wir im Stream und auch auf YouTube ein Let's Play davon starten, welches dann in Kürze kommt. Ab morgen geht's schon los. Wer gerade dieses Video hier schaut und auf YouTube am Start ist, ich würde mich freuen, wenn du ein kostenloses Abo da lässt, das ist natürlich umsonst, ja, die Glocke aktivierst und ein Däumchen da lässt, denn Support ist kein Mord. Und Red Dead Redemption 2 ist aus dem Hause von Rockstar Games. Wir spielen das auf der PlayStation 4 Pro und es sieht atemberaubend aus, ja. Ich habe schon ein bisschen gespielt, der Prolog ist jetzt hinter mir. Ich kann euch mal ganz kurz ein paar Sachen zeigen. In dem ersten Video geht es ja ein bisschen um die Karte, ja, wir gucken uns das alles ein bisschen an, wir machen uns ein bisschen mit den Basics vertraut und ihr seht, ja, ich bin jetzt hier in der Region, der Schnee ist gefallen und wir müssen noch ein bisschen weiterspielen, um unsere exklusiven Vorteile zu kriegen, denn wir haben die Ultimate Edition hier am Start und ja, wir müssen die Karte nach und nach freischalten, also da haben wir einiges noch zu tun, aber ich würde euch gern ein paar Kleinigkeiten zeigen, zum Beispiel den Spieler, ja, das ist Arthur, unser Hauptprotagonist in Red Dead Redemption 2, den wir hier nach und nach hochleveln können. Also ihr seht zum Beispiel, wir können Arthur verschiedene Eigenschaften verpassen, ja, und müssen auch auf diese achten. Gewicht ist in dem Fall perfekt, Temperatur normal, Vergiftungen gibt es und Wohlbefinden. Vergiftungen entstehen unter anderem durch Tiere, während Wohlbefinden widersteht das Dead-Eye-System beeinflusst. Dead-Eye-System ist in Red Dead Redemption ganz, ganz bekannt. Das bedeutet, wir haben so eine Art Slow Motion und können dadurch unsere Gegner in einer Combo wegrotzen. Wir haben noch Boni, die wir nach und nach entdecken müssen. Die finden wir auf der Welt. Und es gibt die Ehre. Die Ehre ist so zu verstehen, je nachdem, welche Entscheidung wir treffen, ob positiv oder negativ, wird sich das auf unseren Charakter auswirken. Beispielsweise, ihr habt eine Mission und schlagt jemanden die Fresse ein. Könnt ihr danach entscheiden, ob ihr denjenigen am Leben lasst oder auch nicht. Dann haben wir hier noch unser... Ja, ihr seht ja hier Ausdauer, Gesundheit und Pipapo. Unser Pferd. Auch hier können wir ein bisschen gucken. Körperbau, Verbundenheit. Wir müssen zu unserem Pferd eine Beziehung aufbauen. Ich weiß, meine Facecam ist gerade davor. Das steht nur Stufe 1, also ihr verpasst nichts. Und Sauberkeit sauber und Pipapo. Ja, das sind so die Basics hier, was euren Charakter betrifft. Fortschritt, Hilfe, Karte. Karte habe ich euch schon gezeigt, ist noch verdeckt. Und wir sind gerade im verschneiten Amerika unterwegs und ihr seht ja, der Arthur, der ist wirklich ein junger Haudegen, der aber auch schon von den ganzen Ereignissen gekennzeichnet ist. Ja, er hält sich die Hand vorm Körper, weil es ist wirklich sehr kalt, der Schnee, ja, ihr seht der Atem. Also, ich muss ehrlich sagen, WTF, wie geil ist das bitte gemacht? Die ganze Atmosphäre ist wirklich bahnbrechend, Leute. Ich habe wirklich noch kein Spiel gesehen, was mich innerhalb von wenigen Sekunden so in den Bann gezogen hat. Ist aber auch ein Rockstar Games Spiel. Neben GTA 5 natürlich oder der GTA-Serie. Meine absoluten Lieblingsszenen Red Dead Redemption und eben dieses Abenteuer gemeinsam mit euch zu erleben, ist ein wahrer Traum. Gerade während ihr dieses Video hier schaut, ja, kann ich euch noch ganz kurz zeigen. Wir haben die Möglichkeit, in die Ego-Perspektive zu gehen, ja, und ihr seht, es sieht wirklich geil aus. Ja, es sieht wirklich geil aus. Ihr könnt euch hier umsehen und euch hier Infos holen. Ihr könnt Schränke durchsuchen, wie zum Beispiel, jetzt könnt ihr hier gucken. Ja, ich habe jetzt hier was gefunden. Vielleicht da eine Schatzkarte oder sowas, ja, aber da ist leider nichts drin. Dann können wir weiter gucken, dass wir immer schön auch Essen finden. Essen, Trinken ist super wichtig. Warte mal, kann ich das hier nicht aufheben für mein Pferd? Leider nicht. Die Welt einfach, wie die designt ist, ist so ein Traum. Ja, Kippen legen hier und pipapo. Immer schön ein Smoken. Die Ansicht könnt ihr ändern, indem ihr auf das Touchpad drückt. Ihr habt auch eine Kinoperspektive, indem ihr, ja, setzen wir uns mal hin, würde ich sagen. Indem ihr zum Beispiel das Touchpad auf dem PlayStation 4 Controller länger gedrückt haltet, dann switcht ihr in die Kinoperspektive, die euch wunderschöne Aufnahmen von der Landschaft ermöglichen. Und ihr seht in diesem Video, ich erkläre euch einfach nur ein bisschen das Game, ja, da ist die Karte ein bisschen abgerissen. Also ich will gar nicht so auf die Story eingehen, das machen wir dann im Let's Play extra. Das hier ist so eine eigene Videoserie, wo wir die Welt erkunden, wie die Tipps und Tricks-Serie damals zu GTA 5. Alright? Und wie gesagt, jedes Däumchen unterstützt mich und ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Video gerne auch teilt. So, wir gucken mal ein bisschen. Ah, wir haben was gefunden, schaut mal.
Ja, denn es ist wichtig, dass unser Hauptprotagonist, der Arthur, auch immer was trinkt und was isst. Du hast einen angebrochenen Gegenstand an dich genommen. Angebrochene Gegenstände bringen dir nur die Hälfte der Verzögerung, der Vorzüge ihrer ungeöffneten Gegenstände ein. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel eine abgebrochene Flasche finden oder etwas, was kaputt ist, haben wir nur minimalen Vorteil dadurch. Wenn wir aber eine Flasche finden, die komplett in Zustand ist, können wir die komplett aussippeln. Du kannst nicht alle gefundenen Gegenstände tragen, da deine Tasche voll ist. Person kann Taschen mit erhöhter Kapazität herstellen. Okay. Ist wichtig auf jeden Fall, dass ihr euch die Zeit nehmt in Red Dead, weil ihr müsst echt die ganzen Schubladen durchsuchen. Ja, ob ihr da Sachen findet, die eben für euch wichtig sind. Ja, zum Beispiel ein Haferplätzchen können wir jetzt hier nehmen. Oder Antibiotikum gibt es. Also ihr seht, ne? Es gibt einiges zu entdecken. Aber ich will jetzt gar nicht mich lange hier drin aufhalten, sondern direkt mal losziehen mit Arthur. Übrigens, mit dem spielen wir das ganze Spiel durch, ja, Arthur Morgan. In diesem Gameplay gibt es übrigens keinen einzigen Spoiler, das ist noch wichtig zu sagen, denn ich möchte nur, dass ihr die kleinsten Spielmechaniken kennenlernt, hier in Red Dead Redemption 2, in diesem Video. Und auf diesem Kanal werden in den nächsten Tagen ganz viele Videos kommen. Ich kann euch das schon mal sagen. Pferdeinventar haben wir logischerweise auch, ja. Man muss alles mal ein bisschen länger gedrückt halten. Ihr seht, ihr könnt hier auch Sachen zum Beispiel looten oder reinpacken. Und wir können jetzt einen Keks essen, ja. Ihr seht, zack. Und unten links haben wir dann so Anzeigen wie unsere körperlichen Zustand, unsere Ausdauer. Ja, unser Pferd ist ein Tennessee Walker. Auch noch interessant, es gibt mehrere Pferde und da wir die PlayStation 4 Ultimate Edition haben mit Pre-Order-Content plus eben eine PS4-Version, haben wir auch Vorteile, denn die PlayStation 4-Spieler dürfen DLCs kostenlos oder beziehungsweise DLCs 30 Tage vor Xbox One-Spieler genießen. So, ich würde sagen, wir gucken mal, was wir alles so haben. Angebrochene Arznei, ja, wir könnten das mal ausprobieren, ob das was bringt. Trinken, haben wir uns da rein, zack. Und dadurch können wir uns eben auch schön und sicher auf den Damm hauen. Ja, so. Ich würde sagen, wir springen mal aufs Pferd auf. Führen, streicheln oder untersuchen. Wir können es zum Beispiel streicheln. Dadurch bauen wir die Bindung wieder zum Pferd auf. Es wird dadurch besser für uns, ja. Wir können es führen. Ihr seht, zum Beispiel können wir sagen, komm mal mit. Oh, warte. Führen. Ja, er hält sie gedrückt. Und dann sollte es eigentlich mitkommen. Freundchen. Muss es gedrückt halten? Ah, jetzt alle. Entschuldigung, Leute. Seht ihr? Ja, und es ist grafisch wirklich ein Hit. Wirklich. Also, wie krank das aussieht. So, jetzt mach ich mal aufhören. Und dann würde ich mich gerne draufsetzen. Zack. Und dann würde ich sagen, wir reiten mal ein bisschen durch die Gegend. Ja, der Schnee ist auf jeden Fall da. Man hat relativ wenig Sicht. Wir müssen auch aufpassen, dass wir uns nicht so weit vom Camp entfernen mit Arthur, weil das Problem ist, wir müssen mal auf die Nahrung achten. Ihr könnt, wie gesagt, auch komplett in der Ego-Perspektive spielen. Das sieht dann so aus, ja. Und wir haben auf der PS4 Pro gefühlte 30 FPS. Ist aber vollkommen in Ordnung. Warum ich das gut finde? Weil das unterstreicht meiner Meinung nach den Filmcharakter in Red Dead Redemption 2. Es ist ja so ein bisschen auch wie ein Film, den man hier erlebt. Aufgrund der dichten Atmosphäre, ja. Und wir müssen halt aufpassen, es gibt auch über 200 Tierarten, die uns zum Verhängnis werden können. Ja, wenn uns eine Schlange beißt oder so, dann haben wir ein Problem. Dann sind wir vergiftet, wenn uns ein Bär angreift. Deswegen müssen wir gucken, es gibt auch Wölfe. Im Lager sind mehrere Missionen verfügbar, sie werden mit dem Symbol auf der Karte angezeigt. Ja. Ihr könnt natürlich auch schneller euch bewegen, ja. Ihr seht, der Arthur gibt dann dem Pferd einen leichten Tritt und dann geht's auch schon los. So sieht das Ganze dann aus. Es ist einfach nur kleines, feines Gameplay für euch. Ja, damit ihr wisst schon mal, worauf ihr euch einlässt. Die Story, ich brauche gar nicht davon sagen, sprechen, es ist ein Rockstar-Game und die Story ist bei Rockstar-Games-Titeln immer sehr, sehr, sehr gut. Das Wetter ist rau, kehre zu deinem Lager zurück. Das habe ich gemeint. Ihr seht jetzt, guckt mal, unsere Anzeige. Wir haben massive Probleme, Unfall vom Pferd. Das Pferd ist aufgrund der Wetterbedingungen gestorben. Kehre zum Lager zurück. Alright. Okay, das ist krass. Können wir da jetzt... Oh, oh. Oh, oh, wir fangen gleich selber um. Geht's aber schnell. Renn, Arthur, renn! Das überlebst du! Ja, wir haben soeben unser Pferd verloren. Und das ist interessant zu sehen. Ihr müsst also echt aufpassen, was die Wetterbedingungen betrifft. Ja, wenn wir jetzt da oben rumlaufen, ist es natürlich deutlich schlechter. Als hier unten. Aber ich hätte euch gerne mal die Kino... Ah, jetzt guck mal die Kinokamera. Genau. Ihr könnt dann wirklich hier die Tasten durchswitchen. Und in der
unterschiedlichsten Perspektive schauen. Gut, dass wir in dem Pferd, beim Pferd nichts gelagert haben. Das wäre ein bisschen problematisch. Ja, das ist übrigens das Waffenrad. Wir haben jetzt hier zum Beispiel eine Schrotflinte, ja, die am Start ist. Und damit kannst du auf jeden Fall jemanden gut wegholzen. Ja, ich mach mal einen Schuss. Batz! Ihr hört, das scheppert. Schüsse in der Nähe des Lagers können ungewollte Aufmerksamkeiten hervorrufen. Bewege dich weiter weg und gehe somit auf sichere Entfernung. Auch das hat natürlich eine Auswirkung. Alright? Also müssen natürlich gucken. Dann haben wir noch ein Messer. Ja, das ist ganz gut für den Nahkampf. Und da können wir natürlich dem einen oder anderen mal schön die Rübe wegmähen. Und wir haben auch, wie gesagt, Sachen im Inventar. Wir können mal kurz durchgucken, die Tasche. Was wir dabei haben. Goldenes Gliederarmband. Können wir verkaufen zum Beispiel. Bohnen sollten wir essen. Könnte uns ein bisschen was helfen. Füllen die Kerne von Gesundheit und Ausdauer etwas auf. Ja. Machen wir die Dose mal auf. Boah. Da haut sich das rein. Und das Geile ist, wenn ihr wirklich lootet, nimmt er sich auch eine Dose. Es ist nicht so, dass er eine Textur nimmt, sondern er greift wirklich nach dem Gegenstand. Ja. Und das finde ich zum Beispiel wieder sehr geil, weil das die Atmosphäre sehr, sehr hoch treibt. Und ich bin ganz ehrlich, es ist jetzt gerade so meine erste Experience mit dem Game. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was alles auf uns hier wartet in dieser Welt. Und das werde ich im Livestream und auch auf YouTube mit euch erleben. Und mir geht's... Warte mal, ist da gerade Wolken? Oh mein Gott! Seht ihr das? Die Sonne kommt raus. Ah nein, da hinten sollten wir nicht hingehen. Aber hier hat sich das Wetter... Oh, das hat sich jetzt... Das sieht jetzt schöner aus. Mega, Mann. Mega. Gefällt mir sehr gut. So, wir können mal die Häuser ein bisschen abchecken, was da drin ist. Denn wir brauchen auf jeden Fall Loot. Und ich habe, glaube ich, die Ahnung, dass man wirklich beinahe oder fast jedes... Ja, beinahe oder fast jedes ist ja das gleiche. Haus betreten kann. Und es ist immer Leben in den Häusern, ja? Okay. Oh, da ist ein Kind. Okay. You're safe now. Ja, wir können uns jetzt natürlich mit den Leuten hier austauschen. Sie wird es schaffen, genau. Oh, 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 da liegt jemand schwer verletzt. Das ist jetzt nicht so relevant für euch. Ich möchte ja nicht spoilern. Ja, das werdet ihr alles noch selber erleben oder im Let's Play sehen. Oh, warte mal. Das finde ich ganz cool. Man kann, glaube ich, geht das? Ah, nein, nein, nein. Okay, das spielt später eine Rolle. Das spielt später noch eine Rolle. So. Wie gesagt, danke an Rockstar Games übrigens. Ich hoffe, ihr bedankt euch auch bei Rockstar Games. Die ermöglichen uns, dass wir Red Dead Redemption 2 vor Release spielen können. Denn der Release ist erst morgen. Und ich kann euch schon hier das Gameplay zeigen. Ist fast schon exklusiv. Und das macht mich auch ein bisschen glücklich. Denn ihr wisst, ich bin schon ein harter Fanboy von diesen Games aus dem Hause von Rockstar. Und ja, wir haben auch ein Tagebuch. Das kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Ja, das könnt ihr euch so durchgucken und könnt ein bisschen durchswitchen, so was so passiert ist. Ein Zug ist zum Beispiel da. Hier haben wir das Camp, was wir entdeckt haben. Ne, ihr könnt das lesen, ihr könnt euch informieren. Lager in Colter, das war das erste Kapitel zum Beispiel. Also sehr, sehr viel zu entdecken, ja. Kompass haben wir noch. Was ist erweitert? Achso, die Karte. Ja, die könnt ihr hier anpassen. Und könnt, wie gesagt, das hat, ja. Anpassen. Wenn wir jetzt das HUD ausstellen, fragen oder erzählen uns die Passanten oder die Leute, die eben hier in dem Dorf leben und die NPCs, wo denn unser Weg hin ist, um die nächste Mission zu absolvieren. Auch das ist sehr geil. Apropos Fortschritt. Der Arthur wird im Verlauf seiner Reise Bartwuchs kriegen, er wird dicker und auch, ja, eventuell, ich habe die Vermutung... Also das wäre geil, wenn das geht. Das weiß ich nicht. Gebrechlicher, das wäre auch geil, dass er im Alter fortschreitet. Man weiß ja nicht, wie lange die Reise geht von diesem Charakter. Ich weiß nur, das Spiel Red Dead Redemption 2 hat 65 Spielstunden. Ja, was die Story betrifft. So, und wir sind jetzt hier sozusagen im Camp. Und ich werde jetzt für euch ein bisschen weiterspielen. Weil ich möchte natürlich nicht allzu viel spoilern, aber wir können ein bisschen gucken. Wir haben jetzt leider kein Pferd gerade mehr, weil das ist ja leider Gottes verreckt. Geile Arbeit, Dennis. Geile Arbeit. Aber ihr könnt mal gucken, der Schnee, ja, es bilden sich Spuren. Und da komme ich zu einem Punkt noch, den würde ich gerne noch ansprechen und ich bin da gespannt, was ihr dazu sagt. Ich würde mir wünschen, wenn in Red Dead Online, dem Multiplayer-Modus von Red Dead Redemption 2, welcher im November startet, es die Möglichkeit gibt, dass man anhand von Fußspuren... Oh, was ist das denn da hinten? Seht ihr das? Komm, wir gucken uns das mal an. Wenn es die Möglichkeit... Ah, das ist ein Fuchs. Guck mal.
Und er lässt Spuren halt da. Oh, oh, Wasser ist kalt. Du hast 25%. Ah, jetzt können wir Details angucken. Ja, hier hab ich euch ja schon gezeigt alles. Also übelst nice. Warte, wo ist der Fuchs hin? Wir sollten mal hier. Wir haben auch noch einen Revolver übrigens dabei. Hier sind die Gegenstände. Ja, ihr seht, ihr könnt Waffen, Gegenstände switchen. Und eigentlich haben wir noch einen Revolver dabei. Aber ich nehme mal ganz kurz die Schrotflinte. So, und wenn wir ein Tier erlegen, legt sich das, legt der Arthur sich das Tier auch über die Schulter. Da vorne ist es. Oder? Was findet ihr eigentlich besser? Schreibt es mal in die Kommentare. Die Ego oder die Third Person? Und was ist euer Ersteindruck von Red Dead Redemption 2? Nur von dem Gameplay, was ihr jetzt hier gesehen habt. Von der Grafik, von der Optik, von der Atmosphäre her. Oh, das Wetter wird wieder schlechter. Wir müssen zurück. Ja? Vom Design her. Schreibt es gerne in die Kommentare. Teilt das Video. Und das nächste Video gibt es dann auch heute schon. Ja, also heute kommen mehrere Red Dead Redemption 2 Videos. Und wenn du mehr davon sehen möchtest, guck gerne mal auf meinen Twitch-Kanal Heideltraut. Da gibt es gerade just in the moment einen Livestream mit Red Dead Redemption 2 mit der Story. Plus, dass ich eine PlayStation 4 Pro dort verlose. Wenn ihr das Video später guckt, ist natürlich komplett irrelevant. Und der nächste Stream, ich kann euch das sagen, am Donnerstag gibt es einen Stream ab 13 Uhr. Dann am Freitagmittag gibt es einen Stream. Am Samstag machen wir einen 12-Stunden-Stream von Red Dead Redemption 2. Und am Sonntag ebenfalls. Also wer live dabei sein möchte und eine PS4 Pro samt Red Dead gewinnen möchte, gerne einschalten. Ihr findet den Twitch-Kanal sowie Twitter, Facebook und Instagram unter dem Video verlinkt. Aktiviert die Glocke, lasst ein Däumchen da, wenn euch das Video gefallen hat. Und das war praktisch Teil 1, wo ich euch ein bisschen Gameplay gezeigt habe. Ja? Und ich glaube, das interessiert schon sehr viele, dass sie erstmal wissen wollen, was sind denn so die Mechaniken im Spiel. Was die Story betrifft, werden wir ein extra Kapitel bald starten. Danke fürs Zugucken. Wir sehen uns. Bis zur nächsten Folge von Red Dead. Die kommt heute noch. Also, bleibt hier auf dem Channel und seid treu. Und esst niemals Pferdeheu. Was?